Revelio. Einmal Feigling, immer Feigling. Revelio. Ganz wie Duncan Hophouse. Revelio. Wieder mal auf Abenteuertour? Revelio. Alohomora. Revelio. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Contrinto. Accio. Revelio. Galeonen und die Uniform eines Historikers. Accio. Alohomora. Thank you.
Revelio. Revelio. Ich habe mich schon immer gefragt, wie kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Sie konnte bloß einen Zauberspruch gut? Kein Wunder, dass ich nie von ihr gehört habe. Hast du nicht richtig zugehört? Ich sagte, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Sag mir, wo ich hin muss. Dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Hera Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Hera Dianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Dianas berühmtes Ensemble. Vielleicht guck. Und? Hast Revelio. Du Diana gefunden? Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. Ich hätte gern eine Eule als Haustier. Du möchtest nicht zufällig eine haben? Alohomora! Revelio. Alohomora. Revelio.
Revelio. Revelio. Der wird nützlich sein, wenn ich was zu identifizieren. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt! Diek liebt Ausflüge. Ein schlimmer Wilderer. Diek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Diek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Wir sind da. Diek liebt es, die Wesen hier zu beobachten, besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen sie nur nahe genug heran, richten sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Tu dir nichts. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Diek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Diek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Diek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen?
Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Revelio. Jetzt ist alles gut. Tue dir nichts. Revelio. Revelio. Ist die Mühe nicht wert. Ah, aber ein Beutel aus Einhornhaut. Der bringt ein paar Galeonen. Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldcroft nach Bord. Komm, trink! Ins Händchen. Antion. Legion. Protego. Incentio! Nichts, als wie fühlt sich das? Contrendo! Rebellion! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Revelio. Protego. Contrigo. Hallo, Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden.
So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Dann rette ich mal einen Jobbernoll. Viel Glück. Diek wird hier warten. Ich pass auf dich auf. Das glaubt Professor Howe nie. Rebellion. Tu dir nichts. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Diek hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Diek trifft sie dort. Findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Hallo, Diek. Ja, die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Rebellion. Jetzt ist alles gut. Rebellion. Tue dir nichts.
Pass auf dich. Rebellion. Das glaubt Professor Howen nie. Rebellion. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Diek nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Diek? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Diek glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Diek auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Diek ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Hm.
Geek findet, dass sie gute Arbeit leisten. Rebellion. Ich tu dir nichts. Jetzt ist alles gut. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deek. Deek kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus.